Welcome to EA Sports PGA Tour Golf. Servus zusammen und recht herzlich willkommen hier bei mir auf dem Kanal zu einer neuen Folge EA Sports PGA Tour. Heute mal nicht zu einer Golfrunde, sondern ich möchte euch die News, die hier veröffentlicht wurden auf der EA Sports Webseite, näher bringen, denn es wird wohl in Kürze ein Update geben und nach dem Motto Listen to the Customer verspricht eben EA auf die Community gehört zu haben und viele Anfragen oder vielleicht auch eben Kritikpunkte hier mit aufgenommen zu haben. Und kurze Einleitung oder Info am Anfang. Ich habe die Webseite erstmal übersetzt, sodass wir das Ganze dann auch in Deutsch haben. Parallel dazu werde ich auch noch in die englischsprachige Seite gucken und wir werden dann zusammen mal schauen, was es alles Interessantes für die Zukunft hier gibt. Vorneweg ganz kurz. Generell scheint ja EA sehr zufrieden zu sein mit dem Anlauf und dem Verkauf des Spiels, was natürlich A, ja, das Unternehmen freut und B, aber auch für uns natürlich in gewisser Weise von Vorteil ist, denn natürlich je besser oder je publiker solch ein Game ist, desto besser auch für uns, was nämlich die Weiterentwicklung angeht. Und hier greift eben jetzt dieses Community Feedback Response ein, dass man halt eben weiterhin dran arbeitet, das Spiel zu verbessern. Also generell heißt es natürlich, dass man hier alles beobachtet, dass das Team das Feedback der Community genau beobachtet und man sich natürlich Gedanken macht, was kann man umsetzen, was kann man wann umsetzen und wie kann man es umsetzen. Was ich hier, sage ich auch gleich im Vorfeld, vermisse, sind zwei Themen, die bereits auch in den FAQs ja standen vor Release des Spiels. Das ist immer noch das Thema Crossplay und das Thema, ja, Frames für die Konsolen. Beides wird hier jedenfalls nicht erwähnt. Beides wurde aber versprochen, dass man sich darum kümmert. Also soll wohl heißen, dass wir da in nächster Zeit noch nicht damit rechnen können. Also für alle, die gerne halt Crossplay spielen wollten, müssen sich da wohl noch etwas gedulden. Genauso wie die Consoleros, die halt in Anführungszeichen mit 30 Frames hier halt leben müssen. Nun gut, sei es drum. Aber hier haben wir gleich den ersten Punkt. Die berühmte im Deutschen Dreiklickschaukel. Heißt natürlich Three-Click-Swing. Das wird wohl implementiert. Stand auch in den FAQs, dass das kommen wird, dass das natürlich von vielen Spielern sich dieses gewünscht haben. Und das soll also hier in den kommenden Wochen in dem Update mit dabei sein. Es hieß irgendwo Ende April, wir werden es sehen. Der nächste Punkt ist interessant für das Putten und ich muss auch wirklich sagen, dass der erste Punkt mir gar nicht so bewusst war, aber ich habe es jetzt dann doch auch mal in einem Video mir genauer angeschaut und habe es also erlebt, dass die Linien, die Anzeige, wohin eigentlich das Break gehen sollte, wohin die Neigung des Grüns geht, teilweise nicht korrespondiert mit der Puttlinie in der Vorschau, mit der vorgegebenen Puttlinie. Also das ist mir tatsächlich jetzt auch aufgefallen, dass das nicht genau passt. Und da darf man sich natürlich dann nicht wundern, wenn man im höheren Schwierigkeitsgrad spielt und dann die Putts überhaupt nicht stimmig sind. Ein anderer Punkt ist, dass es gewünscht wurde, dass, und das finde ich ganz, ganz gut, die Visualisierung aufgehoben wird, wenn man eben dann seinen Putt schlägt. Das finde ich gut, dass dann das Grid verschwindet und man sich sozusagen komplett auf den Balllauf konzentrieren kann und dann diese Linien in Anführungszeichen nicht mehr stören. So, zum Thema Online-Spielformat kann ich jetzt nicht allzu viel dazu sagen, beziehungsweise werde ich gleich noch was sagen, aber an anderer Stelle. Also es geht wohl darum, dass man sich hier wünscht, dass es da wesentlich mehr Online-Spielformate geben soll und da wird wohl dann auch eben dran gearbeitet, das Team, das das Feedback gehört hat und daran arbeitet, ihnen euch eben mehr Online-Auswahlmöglichkeiten zu bieten. Der nächste Punkt ist mir auch schon aufgefallen und habe ich auch schon in den Kommentaren gelesen, dass es teilweise Probleme gab, zum Beispiel mit den Zuschauern, dass man halt eben, wenn man versucht hier eine entsprechende Linie zu finden oder seinen Ball spielen will, dass dann hier Zuschauer im Weg stehen beim Gameplay und dann halt eben das verdecken und da soll es definitiv auch dann entsprechende Optionen geben. Natürlich klar in dem Fall, dass die Zuschauer als Beispiel dann natürlich woanders stehen. So soll es ja auch eigentlich sein, dass man da nicht gestört wird. Der nächste Punkt finde ich auch sehr interessant. Das ist nämlich die berühmte Pre-Shot-Zoom-Kamera. Also die soll auch verbessert werden. Und was natürlich auch ganz, ganz wichtig ist, ist hier, dass es einen Kamerawinkel geben soll, der uns helfen soll, die Linien oder das Break auf dem Grün zu sehen, wenn man eben nicht zum Beispiel mit den Rastern spielt,
Und im Simulationsmodus vermute ich einfach mal, weil ich habe den jetzt noch nicht gespielt, wird es kein Raster geben. Und dann muss man sich wirklich darauf verlassen, dass man in der 3D-Optik, in der 3D-Grafik wirklich dann auch den Balllauf, die Bewegung des Grüns erkennen kann. Und das hilft natürlich, wenn wir dann sehr weit runtergehen können, so wie es ja auch in echt als teilweise gemacht wird, dass die Spieler fast auf den Boden legen, um dann möglichst auch wirklich das Grün gut lesen zu können. Finde ich jetzt ein interessanter Punkt. Das bringt die Sache auch ein bisschen näher an die Realität, sollte auf jeden Fall verbessert werden. So, der nächste Punkt mit den Karrieremodus Optionen. Hier geht es wohl darum, dass es früher wohl Optionen oder Möglichkeiten gab, im Karrieremodus außerhalb von Quickplay und Full Rounds eben auch Runden zu spielen, halbe Runden vermute ich jetzt einfach mal, die dann trotzdem auch in die Statistiken reinlaufen. Und es gab es wohl mal am Anfang, das hat man wieder herausgenommen, weil es halt eben zu Problemen kam mit den Kommentaren, mit den Statistiken und so weiter. Und da wird man sich dann auch noch mal Gedanken machen, ob man den Bereich hier erweitert und diese Auswahlmöglichkeit wieder bietet. So, mit Cup Physics ist im Prinzip das Loch gemeint, weil da drin ist ja ein Plastikbecher, so kann man es sagen, deswegen ist es auch so übersetzt. Und der scheint eben nicht, ja, richtig abgebildet worden zu sein, dass nämlich tatsächlich die visuelle Darstellung dieses Lochs größer war als eigentlich die tatsächliche Physik. Also das heißt, der Ball ist im Prinzip dann übers Loch gerollt, über die Lochkante und ist nicht ins Loch reingefallen. Und da hat man sich natürlich dann gewundert. Das heißt, das wird in dem kommenden Update gefixt. Der nächste Punkt finde ich jetzt auch wieder eine interessante Sache. Ich persönlich würde mir sogar eigentlich fast mehr visuelles Feedback oder visuelle Geschichten im Spiel wünschen, wie zum Beispiel, dass man eigentlich häufiger mal den Caddy sieht, der Caddy, der hinter einem herläuft und das Back trägt. Also das Back sieht man zum Beispiel auch sehr, sehr selten. Oder dass man zum Beispiel sieht, wie der Spieler dem Caddy den Ball zuwirft, um ihn zu reinigen oder ähnliches. Aber für Spieler, die halt gerne schnell durchspielen möchten, ohne diese ganzen Zwischensequenzen, ohne die Videos, soll es wohl zukünftig einen Schalter geben. Fast Play und der soll dann eben diese ganzen Filmsequenzen dann eben herausnehmen. Die Möglichkeit, dass wir diese Flyovers über die Spielbahnen, das können wir ja bereits herausnehmen. Ich persönlich finde das eigentlich auch eine sehr gute Funktion, weil man dann schon mal einen kleinen Vorgeschmack auf die Spielbahn hat. Und bei dem Par 5 ist es natürlich auch immer hilfreich, wenn man gleich weiß, wie der Bunker ist, wo die Grünbunker sind, wo die Fahne steckt, damit man eben dann auch ein bisschen gezielt und strategisch auf dem Fairways den Ball platziert. Also ich persönlich finde das eigentlich immer eine ganz gute Sache. Aber es ist natürlich schön und auch sinnvoll, wenn man dem Spieler überlässt, ob er so etwas ein- oder ausschaltet. Also da soll es dann zukünftig einen Schalter geben für Fastplay. So, wir haben die nächsten zwei Punkte, Puttmeter und Button-Tipps. Auch da soll es dann einfach eine Möglichkeit geben, das Ganze ein- und auszuschalten. Der Puttmeter, wenn ich das richtig verstehe, müsste diese kleine Linie sein, wenn wir beim Putten sind, die uns eigentlich anzeigt, wie weit wir ausholen müssen. Gut, ob das jetzt schlimm ist oder nicht, weiß ich nicht. Also auch hier gilt natürlich, wenn es einen Button gibt oder die Möglichkeit, das Ganze ein- oder auszuschalten, dem Spieler die Möglichkeit zu geben, soll mir recht sein, dann kann das jeder für sich entscheiden. Also die Einstellung Puttmeter entfernt den Puttmeter, der sich beim Putten auf dem Boden befindet. Und bei der Einstellung Tastenhinweise geht es natürlich, oder vermute ich mal, geht es um diese ganzen Hinweise, die wir links unten finden, natürlich mit der Kamera und ähnliches, welcher Button für irgendwas ist. Und das kann man sich dann eben im Prinzip, diese Hilfe kann man sich dann eben auch dann zukünftig ausschalten. So, bei dem nächsten Punkt, da werde ich jetzt auch ein bisschen auf eure Kommentare eingehen oder auf einen Kommentar. Hier geht es um das Online-Matchmaking und generell um das Online-Playing. Also zum einen, ich persönlich habe auch schon mal versucht, hier online zu spielen, habe niemanden gefunden, was natürlich auch eben das Thema Crossplay unterstützt, dass wir da eigentlich dann zügig vorankommen. Muss dazu auch sagen, oder ich kenne jetzt eben diese Problematik nicht, aber natürlich ist es wie bei vielen Spielen, und ich vermute, darum geht es, dass man natürlich auch schaut,
schaut, dass man hier Spieler zusammenbekommt, die auch irgendwo eine gleiche Spielstärke haben, damit das Ganze auch ein bisschen einen Sinn hat. So verstehe ich das hier jedenfalls, dass eben hier bereits mehrere Aktualisierungen in den Matchmaking-Algorithmen vorgenommen, um die Art und Weise zu verbessern, wie wir Spieler gruppieren, um vollständigere Match zu erhalten. Und das scheint eben im Moment eben nicht ganz ausgewogen zu sein. Folgendes möchte ich übrigens auch sagen zu diesen Online-Matchmaking bzw. Spiele, weil das hatte ich jetzt auch schon zweimal in den Kommentaren, gerade erst wieder aktuell. Und da hat mich nämlich jemand gebeten, ein Video zu machen, wie das denn bei dem Online-Gaming aussieht, weil das scheint da immer ein bisschen ein Torwobu dann zu sein, weil jeder wild in der Gegend herumschlägt oder jeder schlägt, wie es ihm gefällt. Und da muss ich jetzt Folgendes dazu sagen. Ich habe wenige Tage vor dem Release gab es ein Video von Apex Hound und da hat er ein Gameplay gemacht mit der Entwickler. Kann auch aus dem Management oder was gewesen sein, auf jeden Fall aus dem Team. Und die haben dann einfach mal eine Runde gespielt und da ist es mir persönlich auch aufgefallen und das fand ich also schon sehr irritierend, dass dann plötzlich, wenn du auf dem Grün stehst, dann landet ein Ball neben dir oder plötzlich erscheint ein Spieler oder du siehst halt, wie du gerade am Putten bist und der andere puttet auch und dann rollen da zwei Bälle aufs Loch. Also ich muss da einfach dazu sagen, das wirkt ein wenig komisch und ich gehe einfach mal davon aus, wenn natürlich da ein Entwickler dabei ist und man hätte das nicht gewollt oder es gäbe diese Funktion, dann hätten die bestimmt eingeschaltet. Also es soll heißen, das scheint wohl eben zu sein, dass ihr, wenn ihr im Online-Spiel mit Freunden zusammen spielt, dann kann da wohl jeder drauf losspielen, wie er will. Ist natürlich unschön. Das heißt, hier sollte man sich ein bisschen abstimmen. Ist natürlich dann schwierig, wenn man mit Fremden spielt. Aber absolut ist hier genau der Punkt. Habe leider keine andere Spielauswahl gefunden. Wir stehen gemeinsam auf dem Platz und jeder schlägt, wann er will. Wir möchten gerne hintereinander spielen. Das hat was im Richtigen, nämlich mit der berühmten Spielreihenfolge zu tun. Und diese Spielreihenfolge ist sogar eigentlich wichtig und sollte eigentlich auch vom Spiel unterstützt werden. Einfaches Beispiel, denn es gereicht euch ja nur zum Vorteil, wenn ihr den Spieler oder einen Spieler vor euch schlägt. Ne? Also dadurch könnt ihr schon mal sehen, wie zum Beispiel der Wind ist. Nimmt der Wind den Ball stark an? Das könnt ihr ja so normalerweise nicht sehen. Und wenn natürlich ein Spieler vor euch schon den Ball schlägt, dann habt ihr ein Gefühl für den Wind. Ihr könnt natürlich auch sehen, ups, hat er vielleicht einen Schläger zu viel genommen? Fliegt der Ball zu weit? Hat er einen Schläger zu wenig genommen? Hat er sich da verschätzt mit der Entfernung oder ähnliches? Also soll heißen, im richtigen Golf werdet ihr auch feststellen, die Spieler beobachten sich, um natürlich auch zu sehen, nicht nur was das Ergebnis ist, sondern wie man auch zu dem Ergebnis hingekommen ist oder ob irgendwas passiert ist, wie zum Beispiel auch Wind. Und noch besser ist natürlich das Beispiel auf dem Grün. Wenn ihr den Fall habt, dass ihr zum Beispiel nebeneinander liegt und der weiter entfernt ist, muss ja in der Regel als erstes spielen. So ist die Regel für die Spielreihenfolge. Und ihr liegt fast auf derselben Puttlinie, dann ist es ja nur für euren Vorteil, wenn der Kollege zuerst puttet, weil ihr dann zum Beispiel die Puttlinie schon mal verfolgen könnt und alles, was um das Loch herum passiert, seht ihr dann auch. Und das hilft euch ja bei der Einschätzung, wie ein Ball läuft. Soll also heißen, im Prinzip ist es ja von Vorteil, wenn immer erstmal ein anderer spielt, weil ihr könnt es dann beobachten und wie das reagiert. Wäre auch, glaube ich, fürs Spiel interessanter, wenn tatsächlich die Spieler dann auch auf dem Fairway oder auf dem Grün nebeneinander stehen und sich hierbei beobachten können. Soll also heißen, lange Rede, kurzer Sinn. Ich persönlich fände es schön, wenn es hier in diesem Spiel eine Reihenfolge gäbe im Online-Spiel, dass da nicht alle wild durch die Gegend den Ball holzen, sondern dass es auch eine vernünftige Spielreihenfolge gibt, die ja auch Vorteile bietet, immer für den Spieler, der als nächstes dran ist. Aber so wie ich das sehe, gibt es das im Moment nicht. Und deswegen wird es natürlich auch schwierig für mich, ein Video zu machen, wo man das sehen könnte. Also ich bin der Meinung, das wird noch ein kleines bisschen dauern. Das als kleiner Exkurs in den Bereich Online-Spiele. So, ich glaube schon im letzten Update gab es dann auch schon einige Fehlerbehebungen, die auch eben zum Absturz führten. Ich persönlich bin ja hier an der Konsole. Ich habe noch keinen Absturz gehabt, aber ich muss auch sagen, ich habe die aufgeführten Hotfixes, die hier dann zum Beispiel ein Problem beheben sollten, dass wenn ein Spieler die Menüregister zu schnell wechselt, während die Tooltips aktiviert waren, kann ich jetzt nicht sagen. Also ich habe gehört, dass es natürlich
natürlich Probleme gab bei PC-Spielern. Schreibt es mir doch mal in die Kommentare, wie das bei euch war, ob ihr auch auf der Konsole Probleme hattet mit Abstürzen. Ich persönlich nicht. Ich habe dafür ein paar andere Phänomene, wie zum Beispiel, dass ich meine Audio-Settings einfach nicht speichern. Jedes Mal, wenn ich das Game neu starte, ist alles auf 100% und ich muss es wieder zurücksetzen. Also ein sehr, sehr komisches Phänomen an dieser Stelle. Okay. So, das soll es eigentlich jetzt erstmal gewesen sein für die News. Also was ich auf jeden Fall interessant finde für das nächste Update, und ich hoffe jetzt mal, dass diese Sachen auch wirklich schon im nächsten Update kommen. Wie gesagt, Ende April habe ich gelesen, steht da, wäre zum Beispiel die Sache mit den Updates für das Putting Grid, dann natürlich auch die berühmte Dreiklick-Schaukel, der Dreiklick-Swing, oder natürlich auch die Geschichte mit den Kamerawinkeln auf dem Grün und dass eben auch kein Spieler oder beziehungsweise kein Zuschauer im Weg steht. So, dass die Cup-Physik, also dass das Loch, dass das nicht stimmt, das finde ich jetzt schon wieder interessant, dass man sowas nicht bemerkt hat, wenn man so ein Spiel dann programmiert. Aber gut, sei es drum. Es ist natürlich so, dass ein Hersteller hier mit Sicherheit auch, wenn das Spiel released ist, jede Menge Feedback bekommt, natürlich auch, ich sag mal, Daten sammelt, und dann werden die natürlich auch eher hier sowas entdecken. Auf jeden Fall sollte man hier den Jungs ein bisschen Zeit geben. Es ist ganz klar, man kriegt nie ein fertiges Spiel, denn die Jungs haben Zeitdruck, die wollen releasen, die wollen ein Spiel veröffentlichen, und ein fertiges Spiel würde ja auch heißen, dass es dann keine Updates und keine Erweiterungen oder Verbesserungen gibt. Also insofern warten wir einfach mal ab, wie das Ganze sich hier entwickelt, ob diese Sachen gut umgesetzt werden. Man darf weiterhin gespannt sein, ob auf die Community, wie es hier so schön heißt, auch wirklich entsprechend, dass das beobachtet wird und dass man hier natürlich Ideen und Feedback aufnimmt für die Zukunft. Okay, das soll es an der Stelle gewesen sein für die News, die EA Sports PGA Tour Community Feedback Response. Und ich bedanke mich recht herzlich für eure Aufmerksamkeit. Ich hoffe, das hat euch alles ein kleines bisschen geholfen, weiterhin natürlich eine Freude an diesem Spiel zu haben. Wenn euch das Video geholfen hat oder es interessant für euch war, würde ich mich natürlich auch über einen Kommentar, über ein Däumchen oder natürlich das Allerdollste über ein Abo freuen. Nichtsdestoweniger werden wir uns in Kürze bestimmt wieder irgendwo auf dem Fairway treffen. Und bis dahin wünsche ich euch wie immer ein schönes Spiel.